In der aktuellen Ausstellung in der Schott-Villa in Jena dreht sich wieder alles ums Glas, aber diesmal geht es darum, was alles beim Herstellungsprozess passieren kann. Seit Mitte September wird im Obergeschoss dem Glas ins Herz geschaut. Es geht um Glasfehler. Diese sind vielfältig und für den Laien sicher auch faszinierend, doch für die Industrie bedeuten sie Beeinträchtigung der Sicherheit des Glases und auch einen wirtschaftlichen Schaden. Kleine Ursachen können da schnell große Folgen haben. Glasfehler nennt man jegliche Minderung der Durchsichtigkeit oder Störungen im Glas, wie hier bei dieser Flasche zum Beispiel ein kleines Siliziumsteinchen. Für das, was bei der Schmelze oder Formgebung schieflaufen kann, gibt es dann fantasievolle Namen wie Affenschaukel, Falte oder Kuhauge. Fehler im Glas kann sich der Besucher der Ausstellung auch unter dem Mikroskop betrachten. Dabei gibt es spannende Einblicke. Rund 100 Exponate sind in der Schott-Villa zu sehen, aus einer in Deutschland einzigartigen Sammlung. Über 40 Jahre ist diese an der Jenaer Universität gewachsen, zur Anschauung und Ursachenforschung in diesem Bereich. Neben dem Glas und der Vielfalt der Fehler im Herstellungsprozess zeigt die Ausstellung auch durch Korrosion oder durch Gase zerstörtes Feuerfestmaterial. Dieses muss die hohen Temperaturen bei der Glasschmelze aushalten. Solche faszinierenden Einblicke bekommt man derzeit in der Schott-Villa Jena. Dort kann man noch bis zum 23. November dem Glas ins Herz schauen.